hier sind wir in Neubrück und wunderschönen kleinen Ort. Und ich wollte das hier vorstellen. Mein Name ist Lilian Fuchs und ich komme von Zaniglas. Das ist jetzt die markante Rittlibrücke. Und vom Bau von der Isobahn, die ihr darunter seht, haben sie die Diemen so untertunnelt. Und da fährt jetzt mehrmals im Tag der Glassi-Express durch. Hier sind wir in Stalo. Und man nennt sich das auch das Brickodorf, weil es 29 Brücken und Stege hat. Hier stehen wir auch auf einer Brücke. Und das sind auch mehrere Kraftwerke. Eins unter anderem sehen wir gerade unten rein und das ist unterirdisch. Jetzt sind wir hier in der Ecke, das ist die Taverne. Und die kehrt um Harold und der Angela. Und er kann euch nachher gleich einmal erzählen, was er also so serviert hat. Greco ist auf 1620 Meter hoch, ist auf einer Sonnenterrasse und hat praktisch über 300 Sonnentage pro Jahr. Das seht ihr heute, ist ganz ein ganz schöner Tag. Greco ist sehr ein schöner Ort. Dazu mal 1952, wenn der Strassenbau angefangen hat. Vorerst ist die Straße nur bis Niedergreco gegangen. Und dann nach langem Streit und so haben sie dann nach Greco weitergeführt. Und der endgültige Schluss war 1954. Und von da weg hat Egg und Greco angefangen zu bauen. Es sind Pensionen entstanden, Hotels haben gebaut. Und vor allem der Strassenbau, der Schallenbau hat eins zugenommen. Und seitdem ist das Egg und sehr ein schöner Ort für Familien mit Kindern. Sie machen auch sehr viel. Und man sagt uns, auch Eltern haben hier Ferien, weil sie den Kindern so grossartige Sachen anbieten. Ich bin der Harold, bin der Besitzer des Restaurants Taverne. Ich betreibe das mit der Angela, mit meiner Frau, seit 25 Jahren. Ich bin für Einheimische wie Touristen. Mache ich meine Spezialitäten, Walliser Spezialitäten, wie Ehringer, viele. Ehringer Tibonstück, Raglet am Holzfeuer und mache verschiedene Trocho-Spezialitäten wie Hauswürst und Walliser Trocho-Fleisch. Ich lebe für die Büro. Ich mache den Büro viele Hausspezialitäten. Auch jetzt im Herbst mache ich den Jäger die Zwillbrettpräparierung. Die bringen Zwill zu mir und ich mache aus dem Pfeffer, Hirschtrocho-Fleisch. Ich bin für die Büro und die Büro sind für mich. Das ist mein Slogan. So, jetzt sind wir am Brücher zum See angekommen und es hat mich gefreut, das kleine schöne Ecke noch zu zeigen und dem fantastischen Wetter. Und so geht diese Reise zu Ende. Und ich hoffe, dass mal andere einmal am Brücher auf Greco kommen und das kommen anschauen. Tschüss zusammen. Danke. Tschüss. What am I, sweet, my sweet?